Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Lebensupdate. Das ist ja schon ein bisschen länger her, weil mich auch viele gefragt haben, hey, wie ist denn das jetzt für dich so als Reisebloggerin und Corona und mit kleinem Baby etc. pp. Deswegen wollte ich heute mal ein kleines Video drehen zum Thema, ja, wie Corona mein Leben verändert hat. Und das hat es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist noch nie so wenig passiert im Äußeren in diesen letzten 2 Monaten. Man hat ja nichts gemacht, außer in der Wohnung rumzusitzen. Aber ich glaube, innerlich hat sich da echt mega viel getan. Ich muss noch mal kurz ausholen. Corona ist ja mehr oder weniger so extrem ausgebrochen, als wir gerade in Norwegen waren auf unserem Yoga and Mindset Retreat. Und am letzten Tag ist plötzlich die Panik ausgebrochen, weil es hieß, ja, alle Leute, die nach dem Datum XY eingereist sind, müssen jetzt 2 Wochen im Land bleiben. Und wir sind nach diesem Datum eingereist und dann war erstmal ein bisschen eine große Panik, obwohl mir, glaube ich, irgendwie vom ersten Moment schon immer klar war, nee, also das können die bestimmt nicht durchsetzen, wir fliegen nach Hause. Das war mir immer klar, wir fliegen nach Hause. Und es war dann wirklich so, dass wir mit unserem regulär gebuchten Flug, das war dann auch der letzte, nach Hause, nach Berlin geflogen sind. Und dann haben ja die Flughäfen dicht gemacht. Und das war einfach so krass. Ich habe Deutschland verlassen und alles war normal. Und ich bin zurückgekommen und es war total strange. Es war nichts mehr los. Die Regale im Supermarkt waren leer. Ich habe 3 Wochen kein Klopapier bekommen. Und ich glaube, das war so ein krasser Cut von Norwegen, Retreat, Yoga, Coaching, back to reality, dass mein Kopf wirklich ein bisschen länger gebraucht hat, um das alles irgendwie zu verarbeiten. Ich weiß, es gab irgendwie so mehrere Phasen. In der ersten Phase, als ich in Berlin war, war ich so, okay, crazy, du hast jetzt voll viel Zeit, du musst jetzt arbeiten, Sachen abarbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Hat mich total gestresst, habe aber auch ganz schnell gemerkt, dass leider die Situation mit dem Baby auch anders ist und keiner mehr irgendwie aufs Baby aufpasst. Deswegen habe ich einfach viel weniger Zeit und ich habe mich einfach nur gestresst gefühlt und als würde ich nichts schaffen. Das war so die erste Zeit, denn irgendwann kam so ein Switch, wo ich dann total ruhig gelassen und entspannt wurde und mir irgendwie alles egal war. Dann kam nochmal ein Switch, der hält immer noch so ein bisschen an, dass ich relativ genervt bin und keinen Bock mehr habe. Und jetzt kann ich eigentlich sagen, dass jeden Tag die Stimmung anders ist. Das ist so ein Stimmungspotpourri. Jeden Tag werden die Würfel neu gemischt. Ich wache auf und frage mich, na, wie fühlst du dich heute, Christine? Meine Arbeit. Ja, ich bin Reisebloggerin, ne? Da hat sich wohl einiges geändert. Ich weiß noch, die erste Woche, als wir dann nach Norwegen da waren und ich habe die Analytics von meinem Blog gecheckt. Ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Ich habe normal täglich 10.000 Leute auf dem Reiseblog und ja, ich habe auch andere Themen, nicht nur Reisen. Und dann waren plötzlich 100 drauf. Und also ich war wirklich schockiert. Ich war fix und fertig. Ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass so ein Virus mein Lebenswerk, das ich mir so in 13 Jahren aufgebaut hat, innerhalb von 3 Tagen irgendwie auslöscht. Ich war wirklich fix und fertig, weil ich wusste, ich habe ja auch irgendwie neutrale Posts, die nichts mit Reisen zu tun haben und habe das dann eine Woche beobachtet und dann wurde mir klar, irgendwas stimmt dann nicht. Habe meinen Programmierer geschrieben und der hat dann nochmal dieses Google Analytics Tool, diesen HTML-Code neu eingebunden und dann hat es wieder funktioniert und dann, es waren zwar immer noch weniger drauf, also ich habe bis jetzt nur so 5.000 Leute, also die Hälfte halt weniger, ist ja klar, weil gerade keine Reisen gesucht, gebucht oder sonstiges wären. Aber das war echt so ein Moment, deswegen war ich die erste Woche nach Norwegen so gestresst und fertig, weil ich mir dachte, scheiße ey, es ist einfach alles weg oder keinen interessiert es mehr, was du jahrelang aufgebaut hast. Und boah, als ich das gelegt hat, wurde ich schon ein bisschen entspannter und arbeitsmäßig, ja, alle Reisen wurden abgesagt. Wir wären jetzt eigentlich in Portugal, ich hätte da 2, 3 Coachings gehabt, die wurden abgesagt. Andere Projekte in Südtirol oder sonstiges wurden halt auf Herbst verschoben. Also das war halt erstmal alles weg. Hab das auch so ein bisschen beobachtet. Die ersten 4 Wochen kam halt so nichts rein und jetzt langsam wird alles wieder ein bisschen normaler. Ich habe dann auch überlegt, hey, wie wird denn jetzt so meine Content-Strategie, über was schreibe ich denn jetzt da und so. Und hatte damit echt die ersten 4 Wochen so ein bisschen zu kämpfen mit der ganzen Situation. Aber irgendwann habe ich mich dann wieder auf den Boden der Tatsache zurückgeholt und gesagt, okay, gerade eben ist halt nichts los, aber irgendwann werden die Leute wieder reisen und irgendwann brauchen sie wieder Tipps. Ich muss jetzt einfach mich in Geduld üben, was eine meiner schwächsten Eigenschaften ist, aber ja, man merkt ja jetzt schon wieder, dass es ein bisschen ansteigt, dass die Leute schon wieder so Berliner Umland, Deutschland googeln und dass auch die erste Reise wieder für uns in Sicht ist, die erste berufliche Reise. Der Alltag.
Ja, ich musste die letzten Wochen immer sehr, sehr oft an den Satz denken, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Also wir haben jetzt wirklich gemerkt, wie krass das ist, wenn zwei Erwachsene sich um ein Baby kümmern, nonstop, und es keine Hilfe gibt, keine Entlastung, man sich halt immer nur um das Baby kümmern muss. Ich weiß, es gibt Leute, die hat es viel schlimmer getroffen, die sind zu zweit und haben drei Kinder. Aber für uns war das schon echt tricky, weil wir halt auch beide dann trotzdem irgendwie Vollzeitjobs haben, die irgendwie bedient werden müssen. Und es gab halt die letzten 6 Wochen null Freizeit. Es gab halt Babybetreuung, Arbeiten, Hund versorgen, schlafen und vielleicht ein bisschen Haushalt. Das waren halt so der Lebensinhalt. Und ich weiß noch, ich war nach Norwegen wirklich fertig. Ich habe da alle meine Energie reingegeben, damit es gut wird. Und es war auch echt cool und bin dann zurückgekommen und habe mir nichts Sehnlicheres gewünscht, als einfach mal einen Tag allein zu sein, einen Tag im Spa zu sein oder sonstiges. Und dann war das halt auch schon, also ich war so richtig erschöpft und wusste, oh fuck, jetzt geht's erst richtig los. Nach jetzt 8 Wochen habe ich mich wieder erholt so ein bisschen, sage ich, oder habe wieder so ein bisschen Kraft geschöpft, dadurch, dass ich echt viel dann gepennt habe und geschlafen habe. Aber so die Freizeit blieb halt völlig auf der Strecke und Alma läuft jetzt und man muss immer dahinter sein. Und wir haben uns halt so organisiert, 4 Stunden passt Paul auf, 4 Stunden passe ich auf. Dann die restliche Zeit geht einfach für so Organisatorisches wie Hundgassi gehen, kochen, einkaufen drauf. Und das war dann der Tag. Und so sieht jeder Tag gleich aus. Und es ist für mich schon interessant, mal so eine Routine zu haben. Also, dass immer jeden Tag das Gleiche passiert und dass ich so lange an einem Ort bin, das ist 10 Jahre her. Also, das ist schon eine echt interessante Erfahrung. Und mir geht's auch gut. Ich komme damit auch gut klar. Ich bin nämlich sehr anpassungsfähig und flexibel. Aber ich habe auch durch Corona gemerkt, dass das nicht das Leben ist, das ich führen möchte. Dass mir das Reisen so abgeht und das Unterwegssein und neue Eindrücke. Und dass ich mich wahnsinnig drauf freue, wenn es wieder so weit ist. Vielleicht noch so kurz, bei uns war das jetzt da keine große Umstellung, von zu Hause aus zu arbeiten zu zweit, weil wir einfach immer zu Hause sind. Also da hat sich gar nichts geändert. Ich habe auch irgendwann vor 6 Wochen angefangen, Sport zu machen, alle 2 Tage. Und es hat mir auch richtig gut getan, um ein bisschen ausgeglichener zu werden. Ich mache da immer meine Workouts und fühle mich danach richtig, richtig, richtig gut. Und was ich natürlich immer noch viel mache, ist Coaching. Und das macht richtig Spaß. Das ist immer so mein Tageshighlight, wenn ich ein Coaching habe, weil viele jetzt auch halt die Situation nutzen, um irgendwie eigene Ideen, Pläne umzusetzen. Und falls ihr da Bedarf habt, ihr könnt mir jederzeit schreiben, coach@christineneder.com. Ich mache immer so ein kostenloses Vorgespräch, um mal zu gucken, welches Thema geht's. Ich behandle viele, viele Themen, also es gibt jetzt nicht so ein Hauptthema, aber es ist oft so, dass Menschen irgendwas in ihrem Leben ändern wollen, privat, beruflich. Vor allem bei beruflich kann ich halt mit meinem ganzen so Expertenwissen rund um das Thema Social Media, Selbstständigkeit etc. immer ganz gut punkten. Das hat richtig viel Spaß gemacht in der letzten Zeit und hat mir da auch nochmal gezeigt, dass das Coachen so voll mein Ding ist. Ich liebe es. Neben dem Reisen. Und seit dieser Woche haben wir auch ein bisschen eine Entlastung. Unser Coworking Space mit Kinderbetreuung hat wieder auf. Unsere Babysitterin darf wieder kommen. Und jetzt haben wir so 3 Vormittage. Heute ist so einer, wo einfach mal Ruhe ist und wo man so richtig gut arbeiten kann. Denn man kann ja jetzt schon laufen und einmal weiß genau, wo mein Arbeitszimmer ist. Und dann wackelt sie da immer hin und klopft an der Tür. Ja, und dann muss ich einfach aufmachen und immer mal kurz Hallo sagen, weil das ist schon irgendwie goldig, wenn sie immer zu einem will. Aber sie ist halt immer noch so krass stark auf mich fixiert, was das Arbeiten dann auch echt schwer macht, wenn sie weiß, wo ich bin. Deswegen muss sie meistens in ihrem Käfig spielen mit meinem Freund, damit sie halt nicht immer die ganze Zeit vor meiner Tür steht. Aber wie gesagt, es ist Besserung in Sicht. Die emotionale Lage. Das war wirklich interessant. Also da kam ja echt die Corona-Krise, die Isolation, dann habe ich noch abgestillt und das war für mich echt alles eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Ich hatte ständig irgendein anderes Gefühl, mal gut, mal schlecht, und es ist halt wirklich eine intensive Zeit gewesen, auch für mich, weil ich bin ja immer sehr viel unterwegs. Und das ist natürlich immer eine super Ablenkung. Und dadurch, dass jeden Tag das Gleiche passiert ist, habe ich mich auf einer Art und Weise viel besser kennengelernt nochmal und mich auch irgendwie nochmal mehr mit diesen ganzen Gefühlen, die immer täglich irgendwie so aufkommen, auseinandersetzen können. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass obwohl ich ein super Netzwerk habe, tolle Freunde, Familie etc., ich mich doch oft allein gefühlt habe. Das fand ich total spannend, auch mal zu hinterfragen, warum tue ich das? Warum fühle ich mich irgendwie so alleine? Und da halt irgendwie mal, ja, so ein bisschen an die Wurzeln zu gehen. Ich habe auch auf andere Fragen, die ich mir oft gestellt habe, Antworten gefunden. Also diese Routine, wie gesagt,
war ganz schön, hat mich cool kennengelernt. War auch manchmal anstrengend. Das ist ja natürlich immer anstrengend, wenn man sich irgendwie mit so Gefühlen, Emotionen auseinandersetzt. Bin aber echt flexibel, konnte das auch hier gut eigentlich durchhalten und aushalten. Hab gemerkt, ich liebe das Reisen, ich kann es nicht lassen. Und ich habe mich ja schon oft immer gefragt, was ist denn, wenn zwecks Nachhaltigkeit keiner mehr reist? Die Antwort habe ich jetzt bekommen. Und es hat halt einen ganz großen Nachteil, dass halt wirklich viele Existenzen zugrunde gehen. Wir sehen es jetzt in Portugal, die sind alle so vom Tourismus abhängig und viele strugglen da, weil da gibt es halt auch keine Soforthilfe und sonstiges. Und wenn keine Touristen kommen, dann ist halt Kacke. Und ich glaube also nicht, dass der Weg ist, nicht mehr zu reisen, der Umwelt zuliebe, sondern ich hoffe, dass sich das halt sehr ändern wird, dass man weniger reist und dann länger und lieber an einem Ort bleibt und das so irgendwie so ein bisschen regulieren kann. Ach, die Achterbahn der Gefühle geht bestimmt weiter. Ich fand es eigentlich auch echt ganz cool, dass so dieses soziale Druck ein bisschen weg war, irgendwie zu Dingen hingehen zu müssen oder sich gar nicht die Frage gestellt zu bekommen. Also ich werde ja voll oft auch eingeladen auf so Pressegedöns und ich denke mir immer, oh, muss ich da jetzt irgendwie hin, um irgendwie zu networken etc. Und die Frage hat sich gar nicht gestellt und das war irgendwie auch ganz cool, auch mal das Gefühl zu haben, vor allem als Mama, wo man halt nicht mehr so um die Häuser ziehen kann, dass man immer nichts verpasst, weil einfach nichts los ist. Das war irgendwie auch eine Art Befreiung. Das Reisen. Ja, wir wären jetzt eigentlich in Portugal. Wir hatten Costa Rica geplant für dieses Jahr. Südtirol stand auch schon auf der Agenda. Und jetzt ist halt erstmal alles weg. Und ich muss sagen, es ist wirklich ganz interessant, was passiert, wenn einem so der Lebensinhalt genommen wird. Ich versuche das natürlich irgendwie auszugleichen, indem wir jede Woche einen Ausflug ins Umland machen. Und ich habe im Berliner Umwald jetzt schon wahnsinnig viele coole, tolle Orte entdeckt. Ich verlinke unten mal den Blogpost, da könnt ihr da ja mal gucken, was ich da schon alles entdeckt habe. Aber ich habe auch irgendwie so kleine Glücksmomente im Alltag gefunden. Also ich freue mich schon einfach so rauszugehen, die Sonne auf der Haut zu spüren, Blumen zu sehen. Ich kann mich da dann auch wirklich in den Glücksmomenten, wenn ich nicht die mega große Reise habe, ziemlich gut runterschrauben und ganz viele schöne kleine Dinge im Alltag entdecken, was auch wieder schönes Learning ist. Ja, und ich schwelge ganz viel in Erinnerungen und habe mal Zeit, meine ganzen Reisen Revue passieren zu lassen und auch meine anderen ganzen Vlogs anzugucken über die Antarktis und über Namibia. Da habe ich ja gedreht. Ich selber habe mir das nie wieder angeguckt. Und jetzt setze ich mich manchmal hin und gucke mir das einfach an und denke mir, geil, das war richtig eine richtig coole Zeit. Und freue mich einfach, dass ich diese Erinnerung habe und hoffentlich irgendwann bald wieder Erinnerungen kreieren kann. Unser Yoga und Mindset Retreat in Portugal für Oktober haben wir jetzt auch abgesagt, weil es einfach alles zu ungewiss ist. Und der Hausbau in Portugal, da werde ich auch immer wieder gefragt. Ich glaube, dazu muss ich jetzt nochmal ein extra Video drehen. Da hat sich einiges und nichts getan, aber dazu in einem anderen Video. Hier oben verlinke ich euch mal die Playlist. Ich habe da ja schon den Stand immer gut mit dokumentiert. Und ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, die erste Reise ist in Sicht. Im Juni geht es nach Bad Staffelstein. Da drehen wir wieder ein Video. Da war ich schon zweimal. Ist mega schön da. Und es ist irgendwie auch nur um die Ecke von meinem Heimatstädtchen. Soll ich ein Dorf sagen? Nee, es ist eine Stadt, Schweinfurt. Und es fühlt sich auch immer an wie Urlaub. Da freue ich mich mega drauf. Das Positive an Corona. Ich hatte ja schon auch einige negative Sachen. Natürlich sind Jobs weggebrochen, verschoben worden. Man weiß nicht so genau, was die Zukunft bringt. Das war super anstrengend, diese ganzen Emotionen immer zu handeln etc. pp. Und auch dieses die kleine Alma hier immer zu betreuen. Aber da ist ja alles schon wieder auf dem Weg der Besserung. Und trotzdem hat diese Zeit viele positive Sachen mit sich gebracht. Ich habe ja schon gesagt, dieser soziale Druck ist ein bisschen weg, irgendwo hinzugehen, auf Treffen etc. Aber trotzdem habe ich es geschafft, eine richtig gute Telefoniererin zu werden. Ich mag das eigentlich nicht so. Und mit den Menschen, die mir wirklich am Herzen sind, regelmäßig zu telefonieren, um mich auszutauschen. Und es war schön zu sehen, dass das auch auf eine Distanz geht. Und wie cool es doch ist, in der Zeit dann WhatsApp zu haben und Zoom und Skype und alles Mögliche. Ich habe natürlich in den letzten Wochen auch immer wieder mich gefragt, will ich in Berlin leben? Hatte ja so viel Zeit, mir Gedanken über Dinge zu machen. Und ein Grund, warum ich hier immer leben wollte, ist, weil man so geil essen gehen kann und weil alle meine Freunde da sind. Aber ich habe festgestellt, dass man mit den Freunden auch so sehr, sehr gut in Kontakt bleiben kann. Deswegen ist diese Berlin-Frage wieder etwas größer geworden. Also ich verliebe es hier, aber mir fehlt so krass die Natur einfach. Und das kann ich langsam nicht mehr leugnen. Ich habe Sport angefangen regelmäßig. Das wäre durch diese Krise, das wäre ohne diese Krise auch nie passiert. Ich hatte so einen krassen Schmerz noch von November, Dezember Portugal surfen in der Leiste. Den hatte ich monatelang, der ging nicht weg. Und jetzt durch die Krise bin ich zum Osteopathen gegangen, hatte Krankengymnastik und habe mich wirklich mit meiner Faszienrolle und meinen ganzen Übungen hier richtig reingesteigert, damit es wieder weggeht. Und es ist richtig gut geworden. Ich kann jetzt wieder mich richtig bewegen. Ich hatte schon eine krasse Fehlstellung, weil mich das immer so wehgetan hat.
Und das sind also solche Dinge, die im normalen Alltag einfach total irgendwie akzeptiert werden, dass man da einfach Schmerzen hat. Also das ist ja auch nicht normal, aber dank Corona hatte ich Zeit, das auszukurieren und fühle mich jetzt echt auch dadurch wieder wie so ein neuer Mensch. Und meine To-Do-Liste ist leer. Hammer. Ich habe Dinge abgearbeitet, die stehen auch schon seit 5 Jahren drauf. Und es ist sehr cool, dass sie leer ist. Ich habe schon viele, viele neue Pläne. Dadurch, dass Portugal-Coaching ja leider nicht stattfindet, überlege ich aber, einen Online-Kurs zu machen, der eine kleine Reise ist. Also im wörtlichen Sinne. Ihr dürft gespannt darauf sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch unten in der Infobox gerne für den Newsletter anmelden. Da kommt bald was. Ich suche nämlich auch Testobjekte, die diesen Kurs mal ausprobieren und mir Feedback geben. Es geht darum, eine Reise zu machen, sich auf eine Reise in ein Land zu begeben, aber auch auf eine Reise zu den Werten, die man so im Leben hat. Das ist schon mal so viel dazu. Und ich muss sagen, dass durch Corona einer meiner größten Träume war, wurde. Ich habe immer gesagt, boah, ich möchte mich mal 2 Wochen in der Wohnung einsperren, ich möchte mal ausmisten, ich möchte mal wieder alles sauber machen, ich möchte mich von Dingen, ich möchte Dinge loswerden. Und ja, ich wusste, dass es ohne einen Zwang niemals passieren wird. Und jetzt konnte ich das so machen und auch die Zeit richtig nutzen, um mehr zum Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus hier auch auf YouTube zu machen und mich da auch weiterzuentwickeln. Und es war in der Hinsicht auch richtig, richtig gut. Jetzt würde mich auch wahnsinnig interessieren, wie das für euch war, die Zeit. Vielleicht sagt mir jeder ein was Negatives und ein was Positives in den Kommentaren. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Und ich möchte euch einfach hier jetzt schon mal weiterleiten zu allen Videos, die ich in letzter Zeit so zum Thema Nachhaltigkeit gedreht habe. Das war nämlich einiges und da könnt ihr euch gerne ein bisschen berieseln lassen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Ich freue mich über ein Abonnement. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Und wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, jeden Mittwoch hier ein Video.